die da hinten noch irgendwo vielleicht sitzen oder Lust auf eine Bike-Show haben, es geht jetzt los. Wer von euch, der denn hier gerade schon da ist, hat denn schon mal was von Trial gehört? Ja, ihr seht schon mal so aus, als hättet ihr da schon mal mit was zu tun gehabt. Noch jemand? Irgendwo Hände? 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Also ein paar kennen es schon mal. Dann stelle ich es mal ganz kurz vor für die, die es noch nicht kennen. Also es lohnt sich auf jeden Fall stehen zu bleiben für alle, die da im Hintergrund noch durchlaufen. Beim Bike Trial geht es im Endeffekt darum, ihr seht, der Daniel schon auf der Palette stehen, das Gleichgewicht zu halten und Hindernisse zu überwinden mit dem Fahrrad, ohne dabei einen Fuß abzulegen, wie es Daniel gerade gemacht hat. Also Ziel in der Disziplin und der Sportart ist es, auf dem Fahrrad stehen zu bleiben und die unmöglichsten Hindernisse, die wirklich von der ganz normalen Mauer bis hin zu Bäumen, Ästen, Baumstumpfen, Steine, alles mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, wo man irgendwie hochklettern kann ohne Fahrrad, ist es tatsächlich auch möglich, auch mit Fahrrad hochzugehen. Wie ihr seht, wir haben unseren eigenen Parcours hier mitgebracht. Da kann man schon mal ein bisschen erkennen, dass es doch verschiedene Hindernisse sind. Wir haben Schwebebalken dabei, wir haben ein bisschen höherer Palettenstapel, wir haben einen Anhänger dabei, mit dem wir auch noch nachher was machen. Da hinten stehen zwei einzelne so Schrägkantenblöcke. Was man damit vorhat, verrate ich jetzt auch noch nicht. Wer möchte, kann nachher auch gerne mitmachen. Also wir haben nachher noch einen Weitsprung-Contest. Vorhin in der ersten Show, war schon mal jemand vorhin in der ersten Show da? Immer die erste Show gesehen? Einer? Perfekt. Sehr gut, dann ist für die anderen alle neu. Vorhin haben wir einen Hochsprung-Contest gemacht. Da ist der Daniel mit dem Fahrrad. Machen wir mal einen Weitsprung-Contest, da gucken wir mal, wie weit man mit so einem Fahrrad aus dem Stand springen kann. Ich würde sagen, wir fahren uns gleich mal warm. Auf dem 20-Zoll-Bike, der Daniel gerade, der am Fahren ist. Ist wie gesagt, der Daniel ist 35 Jahre alt, kommt aus Köln und fährt schon seit über 14 Jahren Bike Trial. Meine Wenigkeit ist, ich bin der Felix Kaiser, ich komme aus Karlsruhe und fahre auch schon fast 15 Jahre Bike Trial. Also wir haben schon jede Menge Erfahrung damit. Wir machen das Ganze schon 6 Jahre professionell jetzt. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, das heißt, wer Lust hat, kann gerne auch mal nach der Show reinsneaken. Heißt Gores33, ihr könnt auch gerne unseren Namen eingeben, Felix Kaiser oder Daniel Gores oder Bike Brothers, kommt ihr automatisch drauf. Wir haben momentan 117.000 Abonnenten. Da sieht man mal so ein bisschen, was wir so in unserer Freizeit noch machen, wenn wir nicht gerade am Auftreten und am Arbeiten sind. Wir fahren uns jetzt mal ein bisschen warm.